Meistens habe ich immer so, das ist doch ein gutes Thema. Und wenn ich dann jetzt hier sitze und aufnehme, dann ist alles wieder immer vergessen. Und ich schreibe mir solche Sachen irgendwie nie auf. Das ist mein Fehler. Leider Gottes, leider. Komm, noch ein bisschen Mana hier. Oh. Kann einem manchmal ganz schön auf den Keks gehen, wenn die dann wieder ankommen. Was haben wir denn noch auf? Ich muss mit Wachtmann sprechen. Giftbeutel. Irgendwelche Spinnen. Und irgendwelche Erze müssen wir da finden. Dann springen wir doch mal hier rein. Oh, die sind aggro. Nee, wir machen erstmal noch was anderes. Ups. Nein. So. Können wir noch ein bisschen warten, bis wir noch ein, zwei Level höher sind dafür. Oder bis wir nichts anderes zu tun haben, was ein Level uns angepasster wäre. Immer so ein bisschen durchhüpfen. Durch die ganzen Zonen. Haben wir irgendwelche Spinnen, brauchen wir noch. Oh, hier können wir schon mal eine Quest abgeben. Jo, sehe ich auch so. Ja, doch, Mann, dass die immer so viel plappern müssen. Oh, jetzt müssen wir mit einigen Sachen kämpfen. Naja, das macht ja nichts. Auf dem Weg hier durch das Dampfwellengebirge werden wir schon alles finden. Ja, hier im Dampfquellengebirge, das ist so, einmal die Gnomenheimat und auch des Tinkerns, also des Bastelns. Und hier kann man das Ganze dann sich die Rezepte auch kaufen und anfangen. Ja. Aber wenn wir das auch noch machen wollen, dann haben wir aber viel zu tun. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Obwohl es manchmal sehr vom Vorteil sein kann. Aber ich denke mir, wir sollten uns erstmal aufs direkte Leveln hier Adventure konzentrieren. Jetzt vielleicht mal zwischendurch das Crafting machen. Sowieso keine Ahnung, wie lange wir das hier alles machen. Teilweise gibt es ja wirklich Folgen, die werden richtig viel angeguckt. Und dann gibt es wieder andere Folgen, die werden so gut wie gar nicht angeguckt. Ich weiß nicht direkt, wo dran es liegt, aber ihr könnt es mir ja mal in den Kommentaren schreiben. Mir mal erzählen. Vielleicht kann ich dann ja ganz simpel, ganz gut was verändern. So, oder wollt ihr mehr Erbequests haben, dann kann ich mal mehr Erbequests eigentlich zwischendurch anfangen, obwohl wir irgendwo dann wieder an eine Stelle kommen, wo wir Hilfe brauchen. So, noch den einen da. Müssen wir das Lager noch untersuchen, oder wie? Ach so, wir müssen irgendwas machen oder so. Seltsame Gebräu, vielleicht damit. Auch gleich gucken. Okay. Eine Koboldniere. Aua, das war aber eine heftige Falle da drin. So, dann haben wir einmal die Koboldniere. Dann die Koboldpfote. Und wir brauchen dann nur noch ein Ohr. Das finden wir auch noch. Gut, wir killen erstmal.
Ach, aber so 37er, so zwei Stück und dann noch ein 35er, das ist schon ein bisschen viel, auch für unseren Manner. Kommen wir nämlich schon an unsere Grenzen. Da, Söldner, hau mal da drauf, ich nehm den. Du hast ein bisschen mehr Schaden da teilweise. Aber der mag gar nicht da irgendwie draufhauen. Ah doch. Ach, er heilt uns mehr. Das ist es. So, was haben wir hier noch drin? Kleine Tasche, bla. Schwupp. Irgendein Gebräu finden. Mal gucken. Müssen wir bestimmt mehrere. Achso, nur eins. Scheint so, okay. Gut. Nehmen wir nur eins mit. Hier haben wir noch welche. Da einmal den draufhauen. Und bei dem anderen Damage machen. So kriegen wir ein bisschen Heilung und ich weiß gar nicht, ob Mana jetzt auch mit dem Spell. Aber kann ja nicht schaden, wenn wir sowieso immer nur einen angreifen können, beziehungsweise mit unseren AEs, wenn es keine Counter ist. Kann so uns helfen. Bin ich eigentlich hier zu leise? Muss ich mich ein bisschen lauter drehen? Ich drehe mich mal ein klein bisschen lauter. Ich glaube, dann kommt es noch ein bisschen besser rüber. Ich habe gerade gar nicht so darauf geachtet. Ein Opal. Und hier haben wir noch ein Kistlein. Mit dem können wir uns auch noch mal kloppen. Nicht so aggressiv, Kleiner. Frieren wir ihn mal ein. Gehen wir ein Stückchen zur Seite, so. So, davon brauchen wir noch einen, okay. Brauchen wir dich noch? Nee. Brauchen wir dich noch? Nee. Dich. Halt! Irgendwie habe ich das so, wenn ich hier mal drüber gehe, dass plötzlich da auch so ein, dahinter noch so eine Schrift kommt mit so einer Feder dran und die verschwindet dann einfach so im Boden. Irgendwas ist da faul. Die da? Nee. Da haben wir eine. Guten Tag. 39er. Ja. Aber ich habe so das Gefühl, die kann man besser killen als diese komischen Gnolle. Aber kann mich auch täuschen. Okay, davon brauchen wir noch 5. Haben wir da noch? Nee. Da nicht, da ist noch eine. Nehmen wir das Ding mal. Dann Alt F5. So. Muss nämlich gerade mal meine Nase jucken. Aua. Stoße ich mir noch den Widerstand. Komm, Söldner, du hast meistens weniger Widerstand. Oder verfehlst, haha. Verfehlst, aha. Die ist so groß, die Spinne. Mann. Okay, da haben wir alles. Nee, auch nicht. Halt, da war ein Fragezeichen irgendwo. Oh. Wollte ich eigentlich verhindern, aber Pech gehabt. Da kloppt man mit drauf, Söldner. Ein Fragezeichen können wir uns da mal sammeln. Wir sammeln uns ein Fragezeichen. Juhu! So. Das Teil können wir aber... Ja. Weil eine Spinne-Assassine haben wir noch nicht.
Fragezeichen, ein Fragezeichen. So, upsala, falsche Taste. Mit H kann man jemanden grüßen. Oder wenn man jemanden im Target hat, dann heißt es, seid gegrüßt einfach nur. Springen wir woanders hin. Ne, die haben wir schon, die haben wir schon, die haben wir, dann machen wir auch nicht. Da haben wir noch welche. Nee, nicht dich. Sagte doch, nicht du. Aber greifen sowieso immer die Falschen an. Hier ist mal aufgefallen, weil ich eine Wii momentan ein Spiel spiele. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall spielt in Frankreich. Und auch die weiblichen Namen klingen da sehr männlich. Beziehungsweise ist ein männlicher Name in Deutschland ein weiblicher in Frankreich. Das finde ich sehr merkwürdig. Das muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Aber naja. Wenn die wissen, wer Werner ist, dann soll das alles gut sein. So. Haben wir auch. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Auch nicht. Springen. Die Spinne vielleicht? Müssen wir mal gucken, dass wir hier die richtigen finden. Ich habe keinen Track. Das finde ich ein bisschen doof gelaufen. So, wir gehen da entlang laut Karte. Noch ein bisschen weiter. Da, wir springen mal direkt da rein. Hallo, ihr. Seid gegrüßt. So ein Encounter kommt mir natürlich immer gut. Ist mir immer recht. Da machen wir schön mit Giftschaden. So ganz viel Krankheit. Oh, schon alle tot. Oh Mann, oh. Aber ich bin gefesselt. Danke fürs Cure. So, dich brauchen wir auch. Kämpfer, ein Schuft und ein Krieger. Brauchen wir wohl von allen noch ein bisschen was. Ja. Von den Kämpfern sogar noch einen mehr. Okay. Alles klar. Dann machen wir das mal. Ich finde das immer auch so schön. Hier gehen die Trefferpunkte runter und der Söldner, der steht da erstmal ganz geschillt. Als wenn da nichts wäre. Manchmal kriegt man schon immer so voll Panik. Und der ist ja ganz geschillt. Manchmal vertut er sich auch, dann liegt sie nämlich tot im Graben. Das ist schlimm. Dann hoch. So nach dem Motto. Du wurdest gehauen? Aber ich dachte, es wäre nicht so schlimm. Aber ja. Wir brauchen noch ein Ohr. Keine Tasche oder sonst was. Wir brauchen Ohr und diese komischen Münzen da. Oder ein Talisman oder was das sind. Los. Geh putt. Aber mit dem. So. Brauchen wir auch von dem Gebräu etwas? Scheint so wohl. Ist auf jeden Fall der Punkt. Okay. Ist schon mal gut. Da haben wir einen Krieger. Was haben wir denn da noch stehen? Ein Schuft. Okay, dann brauchen wir nur noch Kämpfer. Dann suchen wir uns gleich wieder bestimmt doof für die Kämpfer. Plem. Und den... Ach, da sind zwei Kämpfer. Zwei Kämpfer sind gut. Und wir haben gleich Level 33. Das ist unglaublich. Wie schnell das hier alles geht. Naja, wir kriegen ja nochmal 200%.